So, da sind wir wieder zum Nachbericht und ja, so, jetzt habe ich kurz auf die Uhr geguckt. Es ist der Sieg. Diesmal haben wir nicht in der 86. Minute noch den Ausgleich kassiert, sondern der Nuri hat in der 88. seinen zweiten Saisontreffer geschossen. Schön für ihn, schön für uns. Und ich würde mal sagen, damit geht seine Form auch wieder steil bergauf. Sehen wir gleich. In der 15er Form. Ja, und es hilft uns bloß. Mit einer 66 als 10er, ne? Da können wir so lange Meier rechts stehen lassen, bis der Timmas Karl-Wohlfahrt wieder fit wird. Miele hat eine 4. Westerfeld mit einer Vorlage und trotzdem nur eine 4. Tim Hofmann 1,5. Gerdes. Jenike stark. Der ist so stark, auch als Rechtsverteidiger. Kann man sich gar nicht vorstellen. Müsste ich eigentlich mal sagen, das müsste eintrainieren. So vielfältig wäre dann unsere Mannschaft, weil dann Maske Wohlfahrt, den lassen wir schon rechtes Mittelfeld eintrainieren und das wäre dann immer so schön abwechselnd. Dann kann sich der Gegner nicht auf uns einschießen. So, und ich werde auf jeden Fall die nächste Folge, oder das nächste Spiel besser gesagt, den Philipp spielen lassen, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Tim Wertke, der kommt einfach nicht mehr. Seit wie vielen Spielen hat er nicht mehr getroffen? Gegen Hannover hat er getroffen. 1, 2. In der Liga. Wir zählen einfach nur mal in der Liga. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Seit 9 Spielen trifft er nicht in der Liga. Und das geht einfach nicht. Wir brauchen jemanden, der auch regelmäßig trifft, so wie der Amin. Wie viele Tore hat er jetzt? Also er war ja Anfang der Saison noch verletzt. Er hat 14 Spiele, 8 Tore. Da ein Tor, da mal 1. In dem Buch heißt es 1, 2, 3. Da wieder ein Tor, dann wieder mal nicht. Er trifft regelmäßig. Und das ist das Entscheidende. Und das brauchen wir auch, vorne mitzuspielen. Ne? Oder vorne mitzuspielen, um den Abstieg vorne mitzuspielen. Ne? Und der Philipp, ja, ich würde mal sagen, er hat keine schlechten Stärken. 57. Bisschen, gleich noch Erfahrungsstufe erhöht, dann ist es eine 58. Ah, probieren wir es einfach mal, ne? Bringt ja keinen um. Wir könnten ja auch nochmal den Gegner die Noten angucken, ne? Asut, Götz, Ex-Hamburger, eine 2,5. Schön für ihn. So, Thiago Motta 3,5 und eine gelbe Karte. Die Hannoveraner haben Jens schon zugetreten. Der Marcel wieder, Meier, der kriegt eine 5,5. Schade für den Kollegen. Gehen wir mal in die Statistik. Wir sehen Spieler des Spiels. Tim Hofmann, eine 1,5, ist stark. Hannover hat keinen einzigen Schuss aufs Tor. Das ist schon echt schlecht. Also haben wir sie wie auseinandergenommen. So wie im DFB-Pokal. Ist doch schön. Diesmal sind wir bloß ohne Gegentor durchgekommen. Wir sehen genau 300 erfolgreiche Pässe. Ist doch schön. Wir sehen 165 Kloppenburger sind mitgerechnet. Ballbesitz war ausgeglichen. So, da sehen wir Chemnitz verliert. Schön, das ist, für uns ist das schön. Der, für den Chemnitzer FC natürlich nicht. SSV Frankfurt gewinnt 3-0. So, Sandhausen gewinnt gegen TSV Buchbach 2-1. Schön, da sind wir wieder vorbei. Und wir müssen auch das nächste Spiel gegen Sandhausen. Ne? Die sind da vorne. Oh, das wird schwer. Eintracht hier verliert schon wieder und ist damit auf den 19. Platz abgerutscht. Schade. Verlieren 3-0 gegen den Hallische FC. Rot-Weiß Erfurt gewinnt gegen Jena. Schön, damit sind sie nicht. Ich sage ja nicht immer schön. Toll. Mir muss mir andere Wörter einfallen lassen. Toll, dass Erfurt gegen Jena gewinnt. Dann kommen sie uns auch nicht näher. Heidenheim gewinnt 2-0. Wir sehen, wen Wiesbaden gewinnt 3-2 gegen Unterhaching. Knappes Ding. Unterhaching hat geführt und verliert das Ding dann noch. Bayern 2. gewinnt gegen Darmstadt 3-1. Also haben sie fertig gemacht. Und Rostock holt einen Punkt gegen den MSV Duisburg. Tolle Sache für die Rostocker. Gehen wir die Stimmen. So, wir gehen mal Kevin Krotke. Ich denke, Kloppenburg hat verdient gewonnen. Weil sie taktisch, kompakt, konzentriert und laufstark gespielt haben. Danke, Kevin Krotke. Namensvetter. So, was sagt denn Malis H? Ich bemühe mich, bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoß, bei jedem Foul im Gegner zuerst den Menschen zu sehen. Schön für dich. Schenke es dir.
Oh, Nuri, zum ersten Mal drin, ne? Bastian Müller. Das wäre schön. Also wenn wir den Krieger nicht kriegen, würde ich mir gerne den holen. Auch wenn wir das Geld nicht haben. So, Kevin Kraus. 67. Also was können wir uns noch nicht leisten. Eine richtigen Brocken in der Mannschaft. Und wir haben eine richtig gute Note. 2,77. Besser als das gegen Hannover, ne? Das war auch stark. Also zwei Spiele hintereinander sehr stark. Das freut mich für die Mannschaft. Armin, der hat jetzt genauso viele Tore wie Wertke. Patrick Helm ist, das wäre ja noch einer. Wenn wir uns den holen könnten. 90 Spiele, 17 Tore. Der Kevin Scheithauer, der ist genauso ein Tier. Ja, das ist schon krass. Da haben die Duisburger Glück gehabt mit dem Transfer. Wir gehen mal runter, wir gucken mal. Dann direkt 3,07. Tim Hofmann, Neupert. Jenike, der kommt auch immer besser ins Spiel. Fairplay. Haben wir denn noch jemanden, der, ja, weiß ich nicht, irgendwie verletzt ist? Nein, wir haben Glück. Wir könnten ja mal hier gucken. Hannover ist eigentlich mit einer der fairsten Mannschaften und kloppt heute richtig extrem zu. Da hatten wir mal, ja, die schlimme Seite von Hannover gesehen. So, Einigung auf 30.000 für den FC St. Pauli zwischen dem Manager Roland Frabjic und Herr Berliner B, wo heute eine Einigung über den Wechsel von Florian Kringe zum BV Kloppenburg erzielt. Die Vereinbarung erfolgt schnell, ohne lange Debatten. Damit ist der Weg frei für Manager Berlin LP, auch die Verhandlungen mit dem Spieler zu beginnen. Für Florian Kringe ist dieser Wechsel zum Ausklang seiner Karriere sicher noch einmal eine interessante Aufgabe. Ich höre das zum ersten Mal. Wenn das was dran sein sollte, werde ich das zunächst einmal mit meiner Familie besprechen. Dann werden wir sehen, liegt dieser zunächst zurückhaltend. Okay. Hoffen wir mal, dass er ja sagt. Er lehnt Wechsel ab. Scheiße. Darf man ja nicht sagen. Tut mir leid. Ich fände es auch schön, dass Sandhausen immer noch auf den Trainer setzt. Alius Schwarz. Blöde Aktion. Lehnt Wechsel ab. Hat das Angebot für einen Wechsel zu ihnen zurückgewiesen. Sein Berater. Oh Mann. Achso, hat sich nur eine 66. Der ist ja noch bewiesen, eine super Form. Mann, schade. So, wir wollten den Bastian. Wir müssten irgendwie noch ein bisschen Kate kriegen, ne? Mensch, ey. Kredit haben wir doch alles. Ja, wir auch keinen neuen Kredit aufsetzen, ne? Vielleicht unser Privatvermögen. Wir haben auch nicht viel, ne? 24.000. Jo. So, dann gucken wir mal. Da, DM. Alushi, Hartmann, Müller. Kaufangebot. 145.000, wir gucken mal mit 100.000. Okay, wir gucken mal mit 85.000. Die werden uns bestimmt gleich auslachen, ne? Bedenkzeit. Okay. Das wäre ja, wenn der das echt annehmen würde, oder der Verein das echt annehmen würde, wäre schön. Warum ändert sich denn das mal sofort? Weil sonst müssten wir uns immer ein anderes angucken. Stärken. Was kann denn der Hartmann? Aha. Machen wir erstmal weiter, ne? Ich sehe gerade der Oldhof, der hat wieder eine super Form. Was hat denn der für ein Spiel gemacht? 2,5 gegen Babelsberg, also. Wenn der zurückkommt, ist der auch nochmal in Topform. Hoffentlich kriegt er auch noch eine Talentaufwertung. Oh! Ermittlung des Gastgebers Europameisterschaft 2020 Katar. Nee, ist ja die Weltmeisterschaft. So, mal sehen. Italien, Spanien, dann kommt bestimmt gleich Deutschland. Weil Deutschland darf ja nicht. Irgendwie ist Deutschland nie beim FM irgendwie vertreten. Ist ganz komisch. Wenn euch das schon mal aufgefallen ist. Was ist das denn? Rangliste des Fußballs Deutschland.
neuer internationale Klasse. Sommer, oh, noch gut. Jaroslav Troppen, das ist ja Bullshit. Also für mich ist der überhaupt, ich würde da lieber den Adler stehen lassen, aber ist ja seine Wahl. Der Trainer so, ne, wir sehen Robben Knoche, Wolfsburg, Stefan Reinhardt, Leverkusen, Alvaro Dominguez, schön. Oh, da sind ganz viele. Außenbahn der beste, Alaba, Boateng in der Nationalklasse, Müller, Ante Rebic. Das heißt, ich echt nochmal so gemausert hat, in Wirklichkeit ist er ja wirklich ein Flop. Oh, Johannes Geist, naja, der wird in Wirklichkeit auch irgendwann mal zum großen Verein wechseln, der kann was. Marco ist internationale Klasse. Yo, der 90. Der geht ab wie Schwitzkatze. Stürmer Lewandowski, Bär Michel Lasogge. Die Mutter wollte einfach mal zu viel, ein bisschen mehr Geld. Deswegen ist er nicht in Hertha geblieben. So, lassen wir es mal so kommentiert. Oh, Champions League. Oh, Schalke ist raus. Aber dafür ist Schalke noch in die Europa League. So, Leverkusen ist auch noch in der Europa League. Verliert gegen Udinese Calcio. Die hätten alles im letzten Spiel klar machen können. So, wir sehen Paris und Atletico ist weiter. Neapel und United. Malaga wird Dritter. Na, da kommt erst noch das. Wir sollten es verbessern. Da machen wir mal so. Anteil am nächsten Mal auf 20%. Direktes Weiterverleihen. Ah ja. Der sollte uns jetzt schon helfen, ne? So. Soll ich eine Rückkaufoption reinmachen? Ich weiß nicht. Nicht, dass wir uns dann wirklich wegkaufen, den Typen. Vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Wir machen mal das hier. Pro Liga Spiel. Wir haben 20 Spiele. Kriegt ihr noch, ja, 500. Eine Torprämie nach 30 Spielen. 10.000. Kann man ja nur nach 10 Spielen, weil der wird nicht so oft Tore schießen, ne? So, nach Aufstieg. Nee, Liga-Bonus. Pro Liga-Spiel. Brauchen wir mal eine Rückkaufoption für die Mannschaft. Weil ihr dürft, ihr könnt, wie viel? 150 oder 155 könnt ihr, nee, das ist zu wenig, dann müssen wir wiederholen. Für 200.000 könnt ihr den wiederholen, wenn ihr wollt. Und, ach komm, wir probieren das erstmal ohne Angebot machen. Mal sehen, was sie dazu sagen. Es wird schwer, weil ich kann es verstehen, ich würde es auch nicht akzeptieren, aber ja, wird schon. Oh, Celtic hätte mal gegen Porto gewinnen müssen. In der 81. 83. kommen sie ran und schießen da nicht das Tor. Das Stadion muss bestimmt wieder ausgerastet sein, ne? Wir kennen ja den Celtic Park. Da geht's schon mächtig ab. Und Austria Wien, ne, schafft es nicht in der Europa League, ist jetzt raus. Aus Europa. Bayern und PSV Eindhoven. Bayern gewinnt alles. Und die Gruppe hat Dynamo Moskau. Oh mein Gott. City. Menschenskinder. Es geht da überhaupt nicht. Immer wenn ich auf das Ding drücke, kommt da so ein Sack. So, wir sehen Dortmund ist weiter. Wir gehen mal hier schnell durch. Atalanta und Ajax. Chesterk und Michelin. Stuttgart und Bilenzen Lissabon. Stuttgart schön weiter. TSG gegen FC Groningen weiter. Turin, Warschau und Hamburg ist raus. Haben's verkackt. Hätten heute gewinnen müssen. Zürich schafft es noch. Oh, letztes Spiel gegen Athen schaffen sie es noch. Gruppe G, Sporting, Braga gewinnt auch alle Spiele. Petersburg wird weiter. Und Rapid Wien ist raus. Dundee United ist raus. Und Tel Aviv, Lüttich und Liverpool. Stark. Valencia und Trabzonspor, Marseille und Brandy, GF,
Und Mailand und Kopenhagen und RB, ja, gewinnt Salzburg, aber schafft es trotzdem nicht. Hätten wir einfach einen Punkt mehr sammeln müssen. Ah, Ablöseforderung gescheitert, scheiße. Wir kotzen ein bisschen an. Nee, wir können nichts leisten, weil wir kaum Geld haben, ne? So. Tomala, eine 61. Die könnten wir uns ausleihen. Dennis Tomala. Torischer, Dribbling, Ballkontrolle. Oh, der wäre stark. Der hätte die Fähigkeiten. Professionell. 22. Könnten wir uns ausleihen. Scout kehrt zurück. Höchstform von Ulrich Lohse. Muss mich wieder ein bisschen beeilen. Das ist schon wieder knapp 20 Minuten. Komm, wir gucken einfach mal. Leihoption, Leihangebot. Wir können auch 2 Jahre nehmen. Gehaltsübernahme, nicht 100%, kannst du vergessen. 50-50, dafür bezahlen wir mal. Da müssen wir eigentlich die 80.000. Kaufoption brauchen wir nicht. Werden sich wieder bei uns melden. Okay. Nachrichten. Achso, was denn los? Dann müssen wir hier und dann müssen wir wieder da. Aha, abgegeben. Bedenkzeit. Na, in der zweiten Mannschaft muss er ja nicht wisse verrotten. Moritz Stein, der kommt fast auf eine 50. Der hat sich wieder hochgearbeitet. Der hat sich wieder hochgeschlafen. Diese Sau. Die eklige Sau, die Laurenz Woverei darf nicht spielen oder was? Ah, das könnt ihr gleich vergessen. Der spielt super. Muss aufgestellt werden. Ja, gegen Kosenkopf kann ich das verstehen, ne? So, mal sehen, was die zweite Mannschaft bringt. Verliert auch wieder, ist ja auch eigentlich egal. Ne? Die sollen da nur ein bisschen Erfahrung sammeln. Und dann wird das schon. Oh. Der Kemmel, der muss ein Hinspiel. Oh. Das ist schön, alte Mucke. Oh, wir sehen Erfurt gegen Dortmund. Oh, ein Spitzenspiel. Duisburg gegen MSV Frankfurt. Das wird auch ja schwer für MSV Duisburg und für Frankfurt. Wir sehen Klant verletzt. Gegen so ein spannendes Spiel muss er sich natürlich verletzen. Was ist denn der Ersatztorwart? Sören Pearson. Oh. Den kennt man ja, spielt schon seit Jahren. Ne? Den Ersatztorwart und René Gartner. Dribbling. Das wird schwer. Gegen Sandhausen. Wir gehen mal in die Nachrichten. Ja. Ulrich Lohse. Wieder eine 2. Also der spielt eine super Saison. Wir können mal auf die Noten gucken. 2,79. Also den werden wir auf jeden Fall hochnehmen. Und dann kriegt er eine Talentaufwertung. Also der spielt echt stark. Spende 50.000. Ein langjähriger Förderer ihres Vereins stellt ihnen 50.000 zur Verfügung. Hummel fragt sich nach seiner Rückkehr ins Team. Ich glaube, dass ich jetzt lange genug bin. Aha, oder? Hummel. Ja, das wird ja langsam. Aber Tim Hofmann ist zurzeit in super Form. 62 Gerdes, Jenike. Der Jenike wird erstmal da spielen, ne? Auch wenn der Wolfert sich gerade erholt hat, aber das ist schon klar, dass der spielt. Wir könnten natürlich auch so machen. Mal sehen. So, jetzt wird 696. Mal sehen, wenn wir es so machen. So. Und wo ist er, der Milad? Gegen eine Stärke von ja, 20 Punkte. Kann man mal so machen. Können wir so lassen. Ne. Der Neubart, der fällt mir echt gut. Das war ein richtiger Einkauf. Entwickelt sich prächtig. Mal sehen, was sind die Trainingsziele? Die habe ich ja voll vergessen bei den Kollegen. Kreatische Bewusstsein, okay. Baut das Spiel auf, also muss der eigentlich gute Pässe haben. 74, okay.
Daniel Rick. Also unsere Defensive ist gut. Auf jeden Fall kommt heute der Philipp für Wernke. Der hat auch nur eine 59. Also dann muss auf jeden Fall der Philipp heute mal spielen. So. Gehen wir mal in die Taktiken. Kuhn, Timo Achenbach. Hübner, Linzmeier. Schön, dass die hier so stark sind, aber die beiden wirklich zwei Pflaumen sind. Ne? Kann man so sagen, die meisten Tore vorbereitet. Kevin Kratz. Den schnappt sich mal Westerfeld. Manndeckung von 65, okay. Dann auf jeden Fall der Neubert schnappt sich den René Gadler. Stiefler. Manuel Stiefler ist ja in Wirklichkeit ja, der Gerant der Mannschaft zurzeit. Jenike. Das wird noch ein bisschen dauern. Soll ich hier einstellen, Rechtsverteidiger? Oh, tut mir leid. Oh, da ist mir gerade die Lunge rausgekommen. Oh, Motherfucker, Alter. Alter, Walter, ey. Du siehst mir die Seele aus dem Hals. Zweikampf und Grätsche. Dass er das mal ein bisschen trainiert. Dass er auch da die Fähigkeiten hat als Rechtsverteidiger. So, er müsste eigentlich, müsste er an Stiefler hinterherkommen. Er ist auch sogar schneller, also schnappen wir mal. Robert Zillner. Also von den Flanken müssten wir eigentlich keine Angst haben. Gerdes ist ja ein bisschen langsamer. Aber können wir eigentlich so lassen. Der sieht eigentlich gut aus. Ich spreche nochmal mit den Jungs. Nuri, du trainierst sensationell. Gewinn 5 Moralpunkte, Tim Hofmann. Und die Teamdynamik ist auch schon krass. Ne? 327. Ich möchte in eine offensive ausgerichtetes Team spielen, okay. Jenike, du trainierst, Jenike, du trainierst sensationell, Hummel, okay. Philipp, du hast gut trainiert. Daniel, du hast gut trainiert, Jungs, Jungs, Jungs. Ja, ihr hört euch das alles an. So ist es, der Fußball, Neubert. Du hast gut trainiert, Tim Pascal Wulfert. Was kann man dir denn sagen? Du musst deine Ziele herunterschrauben. Akzeptiert das. So, Gerdes, der kannst du ja eigentlich mal ganz den oben. Oh, jenige Führungsspieler. Was hat er denn? 4 bloß. Mit einer 64 ist der schon stärker als Tim Pascal Wulfert, ne? Hätte das gedacht. So, dann können wir eigentlich schon. Können wir das? Ich weiß nicht. Dann können wir zur nächsten Folge eilen. Haut rein, bis dann. Euer Berliner. Ciao.